Hey Leute, Kramix hier, was geht, Paul Berger? Herzlich willkommen zurück zu GTA 5 RP. Meine Freunde, checkt mal dieses Auto hier aus. Wir haben hier gerade als Leihwagen so ein Audi R8, Leute, weil ihr wisst ja, den Lambo, den habe ich ja gerade zum Verkauf schon angeboten und der Range Rover bekommt gerade Winterreifen drauf. Deswegen habe ich hier so als Leihwagen quasi so ein Audi R8 bekommen von dem Händler. Wie findet ihr das Auto? Findet ihr das cool, das Auto? Lasst auf jeden Fall mal ein Like und ein Abo da für mehr GTA 5 RP. Wir checken mal ab, was heute so angeht, aber warte mal, ich kriege hier gerade einen Anruf rein. Ey, es ist Russack, Leute. Was geht, Russack? Hey, Max, was machst du gerade? Ich habe noch keinen genauen Plan. Ich wollte gerade so ein neues Auto testen. Ich habe hier gerade so ein Audi R8. Ich brauche deine Hilfe, ja? Ich mache da was Neues auf. Ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast. Ich habe das FIB übernommen und ich habe eine neue Special Force Einheit gestartet und alles drum und dran. Und ich wollte dich da ein bisschen aufklären. Also, mehr Details gibt es jetzt nicht am Telefon. Ist alles top secret, alles undercover. Du musst kurz herkommen ins FIB-Gebäude, ja? Okay, ich komme, Russack. Alles klar. Und wenn jemand fragt, du weißt von nichts. Okay, gut. Ja, dann bis gleich. Bis gleich. Hey Leute, habt ihr das gehört? Irgendwie Russack? Gut, dass er beim FIB arbeitet, das wissen wir ja schon. Aber irgendwie hat das jetzt eine neue Secret-Spezialeinheit aufmacht oder irgendwie sowas. Aber er konnte mir auch nicht so viel am Telefon sagen. Wisst ihr was, Leute? Ich würde sagen, wir fahren da jetzt einfach mal hin. Wir fahren mal Russack auf der Arbeit besuchen beim FIB. Und ich bin mal gespannt, was er mir da für ein Geheimnis... Ja, keine Ahnung, was er mir da für ein Geheimnis jetzt erzählen wird, Leute. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier direkt mal Kickdown im Audi R8 und sehen uns dann gleich wieder beim FIB, Leute. Let's go! So, Leute, wir sind jetzt hier angekommen beim FIB-Gebäude hier mitten in der Stadt. Wir parken einfach mal auf ganz frech den Audi R8 hier vorne. Schön auf dem Bürgersteig geparkt. Leute, das FIB gibt ja eh keine Strafzettel. Dafür sind die ja zum Glück nicht zuständig. So, wir gehen da jetzt mal rein und ich bin echt gespannt, was Russack mir jetzt hier erzählen will. Ich meine, wofür braucht er denn mich? Was habe ich denn damit zu tun? Yo, Russack, ja, was geht ab? Du bist schon da, Max. Komm mit. Ja, klar, ich habe mich extra beeilt für dich. Jeremy, bestell alles, ne, für den Einsatz. Perfekt. So, also, Max, guck mal, das Ding ist, ich weiß nicht. Ich hab schon hier auf der Arbeit besucht. Ist ja richtig krass hier, das Gebäude. Ja, Bro, natürlich. Alter, FIB-Gebäude hier. Oha. Ja, also hier ist ja die Schmalspur-Etage, hier sind die Sekretärinnen, die Sekretäre, die Buchhaltung, Dokumente machen. Also ich weiß nicht, wir müssen bei mir leider in den 49. Stock. Alter, bist du ganz oben hier im Stockwerk? Ja klar, also wir fahren jetzt mal hoch. Oha, Alter. Hier ist willkommen. Die Chefetage oder was? Ja, also es gibt noch zwei Etagen drüber, da ist Konferenzraum, so wenn was richtig ansteht, wenn der Präsident zum Beispiel kommt. Das ist eine richtig hohe Nummer, Leute. So, hier ist Konferenzraum links, hier sind ein paar Büros, guck mal die Aussicht an. Guck dir einfach nur die Aussicht an, wie hier arbeitest du? Ja, also ich bin halt quasi... Marschaller, dir geht's gut, Russack. Ja, also ich habe gearbeitet, ne? So, jetzt müssen wir in den Top-Secret-Raum, weil wir haben eine kleine Besprechung. Der Raum ist komplett abgeschottet von der Realität, kein Empfang. Dein Handy wird jetzt auch gleich ausgehen, nicht erschrecken, genau wenn wir jetzt die Tür betreten. Er macht hier so ein richtiges Geheimnis draus, ne? So, Max, also jetzt erstmal muss ich mit dir kurz eine, du musst mir kurz einen Vertrag unterschreiben, dass du mir versprichst, dass du alles, was ich jetzt sagen werde, für dich behältst und kein Wort darüber verlässt. Ja, okay, kein Problem, ich unterschreibe hier. So, genau. Und zwar so, also ich habe an dich gedacht, du warst ja bei der Security-Firma aktiv. Hast ich habe die Security-Firma noch, Ja, genau. Und deswegen habe ich mir gedacht, du bist ja ein guter Mann dafür. Ich habe nämlich jetzt eine Special Force, so mäßig SEK, gegründet. Und wir haben... Ja, genau. Alter! Aber das Problem ist, das FIB ist ja, sage ich mal, eher so für, wie soll ich sagen, so Detektivarbeit. Also wir gehen auch in Einsätze, Detektiv, Fälle klären. Aber wir haben da noch eine Einheit, das ist richtig krank. Also Leute, wisst ihr, was das ist? SEK, das ist das Sondereinsatzkommando von der Polizei. Die sind richtig krank, die stürmen so Leute und so. Die tun so Drogendealer verhaften und sowas. Okay, und du hast jetzt hier so SEK gegründet? Genau, also mit schweren Waffen, schweren Geschützen, schweren Ausrüstungen. Okay, das ist cool, das ist richtig cool, ja. Ja, und da wollte ich fragen, ob du Lust hast. Boah, ich weiß nicht, Russack, ne? Das ist ja auch schon gefährlich, ne? Also, wenn de, das ist ja schon so, wo man so Drogendealer und so verhaftet, ne? So richtig dieses krasse Zeug. Es ist dieses krasse, wo du Drogendealer nicht verhaftest, sondern mit einer RPG oder mit einer festen Waffe da reinsteuerst. Ja, aber die Bezahlung ist gut. Was kriegt man denn bezahlt, wenn man da arbeitet bei euch? Ja, also erstens ehrenamtlich, du bist auf jeden Fall hier. Ehrenamtlich mache ich gar nichts. Ja, also auf jeden Fall, du wirst bevorzugt von der Stadt Los Santos, du kriegst nie wieder Stress mit Polizei, du stehst über der Polizei, du hast hier keine Strafzettel. Ach so, ich kann nie wieder Stress mit der Polizei kriegen. Nie wieder, plus die Bezahlung pro Einsatz, je nach Stärkegrad, kann es bis zu 10 Millionen pro Einsatz sein. Okay, das ist schon krass. Also ich sag dir ehrlich, du weißt, Geld ist mir eigentlich scheißegal. Ich bin ja eh schon Rentner so.
Aber dass man nie wieder so von der Polizei so rausgezogen wird? Nein, nein, nein. Also das heißt, ich kann dann einfach meinen Dienstausweis zeigen und die Polizei kann mir gar nichts. Ja, die werden Angst vor dir haben. Ja, okay, du hast mich. Ich bin dabei. Komm, wo kann ich hier mitmachen? So, also du musst jetzt hier im Schrank dich erstmal umziehen. Okay, zieh dich um, nimm die Klamotten raus. Ich gehe jetzt ein bisschen auf Sicherheitsabstand, ja? Okay, alles klar. Ey, Leute, wir werden jetzt hier bei der Spezialeinheit von der Polizei heute arbeiten. Wir ziehen uns jetzt hier erstmal um. Oh mein Gott, Leute, schau mal, wie wir aussehen. So, hast dich auch mal umgezogen. Alter, sogar eine Sturmmaske ist hier, war da drin. Alter, also schusssichere Weste, Einsatzkleidung, ich bin sowas von bereit. So, Max, also wir haben jetzt unsere Schutzwesten angezogen, ich muss mich jetzt auch umziehen, weil wir haben halt heute ein bisschen Training jetzt erstmal. Alter, okay. Achso, man kriegt erstmal Training. Okay. Ja, ich muss gucken, ob du dafür bereit bist, weißt du, ich meine. So, ja gut, okay, kein Problem. Ey Leute, schau mal, wir haben sogar eine Sturmmaske auf, weil Leute, bei SEK ist man auch immer so anonym unterwegs, damit Leute nicht einen privat bedrohen können, die man verhaftet und so. Das ist richtig krass hier. Wir haben so richtig heftige Einsatzkleidung hier mit schusssichere Weste, überall Taschen und so. Oh mein Gott, ey, ich bin richtig gehypt, Mann. Ich bin mal gespannt, was wir heute für Einsätze haben. So. Wir fahren jetzt in die Tiefgarage. Okay, alles klar. Alter, Leute, wir sind hier jetzt in die FIB-Tiefgarage gefahren. Was stehen denn alles für Autos? So, also wir haben hier unsere Einsatzfahrzeuge, Max. Okay. Von links nach rechts siehst du alles Mögliche von zivil AMG. Ey, schau mal hier, zivil AMG, zivil BMW, Mustang. Oh mein Gott, das sind voll die krassen umgebauten Autos hier. Oh, und auch hier so ein Panzerwagen. Alter, ist das hier ein FIB-Lamborghini sogar? Ja, also es ist ein FIB Lamborghini. Aber jetzt ganz kurze Frage, erster Test. Wir sind ja hier Großeinsatz. Was wäre das passende Auto für den Einsatz? Ja, ich würde jetzt einfach mal vermuten, also entweder die zwei größten, entweder der hier oder der da, der ganz große. Richtig, und zwar will ich erstmal, dass du hier in den Kofferraum gehst. Alter, Leute, schau mal, hier steht sogar SWAT-Einheit. Wir sind einfach SWAT-Einheit. Oh mein Gott, das ist zu krass. Nimm dir hier erstmal das raus, was hier drinnen liegt, ja? Okay, alles klar. Alter, Leute, schau mal. Hier ist meine Ausrüstung drin, meine Waffen. Ich habe eine Pistole, ich habe einen Elektroschocker, ich habe ein Gefechts-MG und einen Schlagstock für den Nahkampf. Das ist meine Ausrüstung beim Sondereinsatzkommando. So, du musst immer bereit sein, egal was passiert, ja? Jederzeit kann jemand kommen, zack, und kommt Rauchbombe, verstehst du? Oh mein Gott, oh mein Gott, okay, das ist richtig stark. Deswegen haben wir auch die ganzen Taschen da, weißt du? Weil wenn du eine Waffe in der Hand hast, kannst du direkt eine Rauchbombe aus der Tasche ziehen. Stark, da kriege ich auch noch eine Rauchbombe, da war jetzt keine drin in meiner Ausrüstung. Ja, klar bekommst du auch eine Rauchbombe. Oh mein Gott, Leute, wir haben jetzt hier noch eine Tränengas bekommen. Soll ich einmal testen? Ja, mit Waffe zielen und dann werfen. Und, oh, nee, falsche Taste. Warte. Ja, jetzt, wow! Oh. Ja, also man merkt schon, nee, wir müssen ein Training absolvieren. Tut mir ja, leid. Okay, es tut mir leid. Ja, Leute, ich bin noch ein bisschen unerfahren bei so einem Einsatzkommando. So, jetzt muss ich erstmal ein Training machen und wenn ich das bestehe, dann kriege ich die richtigen Einsätze hier. Du fährst jetzt den Großen, ich würde dich jetzt begleiten mit einem kleineren Wagen. Oh mein Wagen, Gott, ich bin noch nie so einen riesen Panzerwagen gefahren. Darf ich mal Sirene anmachen? Ja, kannst du machen. Wow. Check, hörst du mich? Oh mein Gott, warte, hier ist sogar ein Funkgerät drin. Ich höre Russik. Check, Russik, kannst du mich hören? Check. Oh mein Gott, Leute. Fahr voraus Richtung Armeegelände. Dort haben wir unser Trainingsgelände. Ey, das ist ja so cool, Mann. Oh mein Gott, es geht los. Wir fahren jetzt zum Sondereinsatzkommando Trainingsgelände und haben unser erstes Date. Also ich muss sagen, das ist ziemlich cool. Schau mal, hier mit so einem Panzerwagen, allein die Sirene ist übelst cool. Wir haben hier ein Funkgerät eingebaut. Ich bin wirklich gespannt, was wir heute noch für Einsätze kriegen. Denkt ihr, wir müssen vielleicht noch so Drogendealer überführen oder irgendwie gegen Mafia kämpfen oder so? Ich bin richtig gespannt, aber wir fahren jetzt erstmal zum Trainingsgelände, Leute. Let's go. Ey, Leute, wir fahren jetzt hier schon richtig lang aus der Stadt raus, aber ich glaube, hier muss dieser Übungsplatz sein für das Sondereinsatzkommando. Check. Warte. Check, ja. Hier, gleich bitte parken. Check. Okay, alles klar, Officer Russik. So, Alter, Leute, schau mal, wir sind jetzt hier angekommen. Wir sollen jetzt hier parken, sagt er. Zack, so. So, Max, wir fangen heute mit der Übungsstunde an. Ich habe erst mal gesehen, wie du gefahren bist. Du konntest jetzt die Power des Autos nicht ganz feststellen. Und zwar machen wir jetzt eine kleine RAM-Übung, ja? Okay, alles klar. Du wirst jetzt ins Auto steigen und du siehst hier jetzt zwei Autos, ne? Ja. Das sind Schrottkisten. Ich will, dass du die jetzt einfach mit Vollkaracho wegrammst, damit du mal checkst, wie krass das Einsatzfahrzeug ist, ja? Okay, also zuerst eine Fahrübung quasi hier mit dem Einsatzfahrzeug. Einfach reinrammen mit voller Kraft voraus, anschnallen! Okay, hat das Fahrzeug so eine RAM-Funktion noch irgendwie? So eine Spezial-RAM-Funktion oder einfach nur drauffahren? Probier es aus! Okay. Warte mal, Leute, weil das Ding ist, ich sehe hier noch so einen Knopf. Ich weiß nicht, ob das hier so eine RAM-Funktion ist. Wir testen das jetzt mal. Das sind hier, sind richtig viele Knöpfe drin. Guck mal, der hat irgendwie auch noch sowas für, wenn Granaten auf dem Boden sind, dann kann man hier diese Taste drücken, dann springt er sogar so ein bisschen, falls Granaten unter ihm sind. Das ist voll das Spezialauto und ich glaube, der hat noch so eine RAM-Funktion. Wir testen das jetzt mal. Okay, Russik, let's go!
Boah, wow, okay, okay, der Wagen hat schon Power, aber warte mal, der hat hier noch so eine Rampffunktion. Boah, wow, guck mal, da schiebt der richtig nach vorne. Oh mein Gott, ist das krass. Alter, das ist das krasseste Auto. Bam. So, oh mein gut Gott. Gemacht, das ist schon gut gemacht, ja. Okay, ich habe das Fahrzeug schon ein bisschen besser kennengelernt jetzt. So, jetzt kommst du mit, nimm deine Waffen raus. Okay, okay. Oh Leute, ich glaube, jetzt machen wir eine Schießübung hier. Okay, Russik. Wir machen jetzt eine Schießübung, ja? Ja. Aber diesmal wirst nicht du schießen, sondern ich werde schießen. Wie? Ich will, dass du dich jetzt zum Auto begibst. Okay, klar, alles klar. Schrottauto. Ja. Deine Aufgabe ist, zu mir zu kommen, ohne getroffen zu werden. Ich stehe hier tiefer. Also da, ach so, das ist eine Deckungsübung quasi. Es ist eine Deckungsübung. Guck, wie du guckst. Ich stehe hier hinten und ich werde mich nicht bewegen. Das bedeutet, okay, nutz die Flächen, nutz den Höhenunterschied und ich gebe dir und keine ich muss bis, Und ich muss bis zu dir kommen, ohne getroffen zu werden. Frag nicht mehr, los geht's. Oh mein Gott, Leute. Los geht's. Oh mein Gott, Leute, Russik schießt auf mich. Wieso? Ey, wir müssen bis zu ihm vorkommen, ohne getroffen zu werden. Ich muss irgendwie auf den Boden kriechen oder so. Warte mal, vielleicht hier an den Stützen entlang oder so. Ja, okay, ich habe eine Idee, wie ich es mache. Vergiss nicht, manchmal muss man auch nachladen. Ja, alles klar. Okay, okay, das ist ein guter Tipp gewesen. So, warte, wir sind in der Deckung. Wir warten mal, bis er aufhört zu schießen. Okay, okay, er hat wieder aufgehört. Wir müssen hier an den, wir versuchen hier an den Stützen vorbei. So, ein bisschen hier rüber crawlen, ein bisschen hier rüber crawlen, Leute. Oh mein Gott, auf uns wird geschossen hier. Was ist das für ein krasser Einsatz, den wir haben? Okay, okay, und jetzt hier wieder in Deckung. Jetzt hier wieder in Deckung gehen, Leute. Okay, okay, perfekt, perfekt. Jetzt warten wir wieder, bis er im Nachladen ist. Und okay, er muss nachladen. Los, 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 los. Bis zum nächsten Posten. Okay, okay, er schießt wieder, er schießt wieder, er schießt wieder. Das letzte Stück müssen wir wieder rüber crouchen. Okay, Leute, okay, okay, wir tun hier ein bisschen am Boden entlang crawlen. So, komm, 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 so kann er mich nicht treffen, so kann er mich nicht treffen. Okay, 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 Leute, er kann uns von hier aus nicht sehen, weil der Container davor ist. Sehr gut, hier unten schön entlang crouchen, entlang crouchen, entlang crouchen. Gleich haben wir es geschafft, gleich haben wir die Übung bestanden. So, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Wenn er nachladen muss, kann ich sogar rennen. So, okay, und jetzt, und... Hendo, Hendo, sofort! Ah, gut gemacht. Du hast die Flächen gut genutzt. Ich habe gesehen, du bist hier durchgecroacht, ne? Ja, ja, klar. Perfekt. So, bestanden. Oh, nice, Leute. Wir haben schon zwei Übungen bestanden. So, komm jetzt mit hier. Okay. Leute, ich glaube, jetzt wir machen jetzt Zielschießen. Ah, dachte ich mir doch. Okay. So, stell dich jetzt hier so hin. Siehst du hier vorne die ganzen Objekte? Ja, alles klar. Ich will, dass du jetzt den roten Kran triffst. Okay, alles klar, wird gemacht. So. Sofort! Ja, ja. Stopp! Ja. Okay. Jetzt den rechten weißen Kran. Und jetzt Granate in die Mitte. Okay. Final! Achtung! Spaß, war nur okay. Eine Smoke Grenade, alles gut. So, dann will ich jetzt noch eine Sprengübung mit dir machen und dann war's das. Ich will jetzt, dass du. Sprengübung? Ich will, dass du jetzt in deine rechte Hosentasche eine Granate einpackst, ja? Okay, eine alles Granate, klar. Die hier, siehst du? Okay, alles klar, ich hab die Granate. So, jetzt will ich aber, dass du die Waffe in die Hand nimmst. Eine Waffe in die Hand nehmen, okay? Ja, jetzt ziehst du einmal auf den roten Kanister da hinten. Ein Schuss so. Und jetzt Granate hinterher. Okay. Und. Achtung! In Deckung! Boah! Huhu! Okay. Ab in die Einsatzfahrzeuge! Oh mein Gott, Leute, ich würde jetzt einfach mal sagen, wir haben bestanden. Er sagt ab in die Einsatzfahrzeuge. Ich glaube, Leute, jetzt geht's los. Wir haben jetzt unseren ersten Einsatz beim Sondereinsatzkommando bei der Spezialeinheit. Ich bin richtig gespannt, was der erste Einsatz sein wird, Leute. Let's go! Check, check, Unruhe bei der Groove Street. Wir müssen da jetzt ein bisschen sauber machen. Check, oh, check. Leute, unser erster Einsatz in einem Ganggebiet in der Grove Street. Okay. Check, check, blau und deutlich, check, check. Oh mein Gott, Leute, wir werden jetzt in die Crow Street fahren und damit... Und, oh mein Gott, nein, ich bin umgekippt, Leute. Ich muss noch ein bisschen üben, mit diesem Fahrzeug zu fahren. Das ist gar nicht so einfach. Oh Gottes Willen, zum Glück hat Russik das nicht gesehen. Wir fahren jetzt auf jeden Fall mal in die Crow Street und da haben wir unseren ersten Einsatz. Da ist ein Aufstand, Leute, let's go. Ey, Leute, wir sind jetzt hier in der Crow Street angekommen. Alter, versucht schon einer, mich anzugreifen. Was ist denn hier los, Mann? Ich glaube, hier ist gerade ein Gangkrieg. Families gegen die Ballers. Alter, guck mal, was da vorne los ist. Oh mein Gott, die Ballers greifen hier gerade die Families an. Okay, Leute, wir müssen jetzt wie richtige Polizei agieren. Wir müssen die Lage hier irgendwie kontrollieren, wir müssen die Lage stellen. So, Sondereinsatzkommando, sofort aufhören zu schießen, sofort aufhören zu schießen. Sondereinsatzkommando. Okay, Leute, irgendwie interessiert die das nicht. Ich muss jetzt hier ein bisschen die Ram-Action machen, wie ich das gelernt habe.
So, sofort alle aufhören zu schießen. Sofort aufhören zu schießen. Wir müssen die Lage beruhigen. Alter, hier ist ein... oh mein Gott, die schießen auf mich. Okay, die schießen auf mich. Wisst ihr was? Ich werde jetzt so ein bisschen meine Waffen verwenden, die ich hier habe. So, und zwar, ich habe hier noch Tränengas, Leute. Zack, zack, zack. Tränengas werden wir jetzt hier einsetzen. Und so, sofort alle aufhören. Aufstand hier beruhigen. Oh mein Gott, so zack, zack, zack. Oh mein Gott, hören die auf. Tränengas, los, alle sofort Waffen weg. Hey, Leute, natürlich hören die hier nicht auf mich. Wir sind hier in der Grove Street, die hören hier nie auf die Polizei. Okay, letzte Warnung, sonst werden wir Waffen einsetzen. Okay, juckt die nicht. So, dann müssen wir halt Waffengewalt einsetzen. Check, check, brauche Unterstützung, check, check, brauche Unterstützung der Grove Street. So, Leute, wir haben Polizeifunk. Okay, wir haben Polizeifunk rausgehauen. Oh, nice, nice, nice. So, warte mal, da vorne ist noch ein Gangster. Los, sofort Hände hoch, du Stück Scheiße. Oh mein Gott, Alter, der ist da, der hat hier mit dem Gangkrieg angefangen. Das ist einer von den Families. Der hat hier in der Grove Street bei den Ballers rumgeschossen. Oh, scheiße, wir haben ihn getroffen. Okay, ich konnte keine Verhaftung machen. Aber wir haben die Lage hier beruhigt, Leute. Alles sehr gut. Gut, was heißt beruhigt? Wir haben halt irgendwie hier zu ziemlich jeden niedergeschossen, aber... Gut, die haben halt nicht auf mich gehört. Ich habe mehr als einmal die Warnung gegeben, dass sie aufhören sollen zu schießen. Leute, dieses Tränengas ist richtig OP. Guck mal, das hat hier alles niedergemäht, das Tränengas, wo die Leute hier waren. Okay, sehr gut. Lage hat sich hier beruhigt. Keine Gangster mehr, kein Aufstand mehr hier auf der Straße. Das heißt, oh mein Gott, okay, da kommen auch gerade schon die Sanitäter. Ich werde jetzt noch einen Funkspruch raushauen. Check, check, einmal hier Feuerwehr und Sanitäter, Einsatzkräfte hier in die Grove Street. So, perfekt. Und perfekt, dann würde ich sagen, wir haben hier unseren Soll erfüllt. Wir haben ja alles gemacht, ne? Wir haben den Aufstand niedergeschmettert. Es gibt hier keine Action mehr. Viel mehr kann ich nicht machen. Ich glaube, dass wir haben unseren Job erledigt, oder Leute? Dafür ist das Sondereinsatzkommando doch da. So, perfekt. Die Sanitäter machen hier auch ihren Job. Wisst ihr was, Leute? Dann würde ich sagen, wir warten jetzt einfach mal, bis der nächste Einsatz reinkommt, weil wir sind jetzt hier immerhin fertig ausgebildetes Sondereinheitskommando, ja? Das ist hier unser Job. Wir gucken mal, wann der nächste Einsatz reinkommt, Leute. Let's go. Check, 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 check. Max, kannst du mich hören? Ey, Leute, warte, wir kriegen wieder einen Funk rein von Russik. Check, check, Russik, ich kann dich hören. Sofort zum Helikopterlandeplatz kommen. Ich schicke dir die Koordinaten durch. Wir haben einen Einsatz. Okay, alles klar, bis gleich, Russik. Oh mein Gott, Leute, wir haben direkt den nächsten Einsatz. Wir sollen zum Helikopterlandeplatz kommen. Ich bin zum Glück auch hier direkt in der Nähe, Leute. So, hier vorne ist das ja schon. Wir fahren da jetzt mal hin. Ich bin mal gespannt, was jetzt hier auf mich wartet für eine neue Mission, Leute. Zack, wo war das? Jetzt hier gleich links runter, dann sind wir schon da. So, oh Gott, ey, die Kiste hier lässt sich echt schwer fahren hier. Das ist, weil das Ding aber wahrscheinlich auch 10 Tonnen wiegt hier, das Auto. So, schön hier überall durchbrettern. Haha. Ja, Rustig, was geht? Sofort aussteigen. Ja. Hast du einen Fallschirm? Ja, ich habe einen Fallschirm. Cool. Steig ein, wir haben einen Einsatz. Ey, Leute, ich muss für den nächsten Einsatz aus dem Helikopter rausspringen, was? Rustig, erzähl mal, wo geht's denn hin? Was ist denn der nächste Einsatz? Du wirst jetzt eine Mafia stürmen. Boah, ach du Scheiße. Und rausfinden, ob da Drogenhandel stattfindet oder nicht. Okay, alles klar. Und dafür soll ich da mit dem Fallschirm runterspringen oder was? Genau, weil das ist ein abgeschottetes Gebiet. Alle Eingänge sind von denen kontrolliert. Das heißt, wir haben nur eine Chance über den Luftraum. Oh mein Gott, Leute, richtig krank. Wir müssen da mit dem Fallschirm auf das Gelände von dieser Mafia-Organisation kommen und die stoppen. Okay, das wird ein richtig kranker Einsatz, Leute. Let's go, wir fliegen da jetzt mal hin. So, bist du bereit, Max? Ja, hier muss ich raus. Hier wirst du gleich rausgehen müssen. Du musst auf dem Dach landen. Ganz wichtig, auf dem Dach landen, okay? Okay, alles klar. Check, check. Spionier sie aus. Okay, Russik. Bis dann. Viel Glück. Mein Gott, Leute, es geht los. Ach du Scheiße, wir müssen hier über diesem Gelände. Ich glaube, hier ist das Anwesen von irgendeiner mexikanischen Drogenmafia oder so. Oh mein Gott, und die müssen wir stoppen und wir sollen auf dem Dach landen, hat er gesagt. Wahrscheinlich, damit wir nicht so direkt erkannt werden. Ich habe echt ein bisschen Angst jetzt, Leute. Das sind wahrscheinlich richtig viele und wir sind komplett auf uns alleine gestellt. Wir müssen die komplett alle ausschalten. Das ist unser krasser Einsatz. Oh mein Gott, okay. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ich glaube, ich werde hinten bei den Hallen lieber erstmal landen. Ich glaube, hier ist weniger los als vorne beim Haus. Und, okay. Check, check, Russik, ich bin gut gelandet. Check, check, check die Situation ab. Check, check. Okay, sehr gut, Leute. Mein erster Befehl, ich soll das Gebiet hier ein bisschen abchecken. Okay, wir schauen hier mal. Bis jetzt hier ist alles ruhig, keine Leute gesichtet. Ich denke mal, die werden alle vorne bei dem Haus sein. Wir müssen ihn hier ein bisschen ausspionieren und im Zweifelsfall eben die Leute auch eliminieren und verhaften, wenn hier Drogen tatsächlich im Einsatz sind. Okay, Leute, bis jetzt hier ist alles ruhig. Wir gehen mal weiter vorpushen. Wir rücken weiter vor. Oh mein Gott! Alter, fast hätte der mich gesehen. Hier ist jemand am Auto. Wir kommen hier nicht vorbei, ohne dass der mich sieht. Ich muss unauffällig bleiben, Leute. Warte mal, vielleicht kann ich hier ein bisschen rüber crouchen, ohne dass der mich sieht. Okay, zack, zack, zack. Sehr gut, wir sind im Busch. Der sieht mich nicht, Leute. Weiter. Oh mein Gott, Alter.
Das war richtig knapp hier mit dem Typen. Die sind auch richtig krass bewaffnet. Seht ihr das? Der hat so eine P90 in der Hand. Okay, 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 okay. Ich will hier noch keinen... Ich will hier noch nicht so durchdrehen. Ich versuche den einen Typen hier leise auszuschalten. Weil wir müssen erstmal hören, was die da sagen. Warte mal, was habe ich hier? Einen Schlagstock? Ich habe nicht mal ein Messer, Leute. Vielleicht kann ich den weg elektroschocken. Ich habe auch keinen... Habe ich hier einen Schalldämpfer bei den... Oh mein Gott, ich habe ein Scharfschützengewehr. Mit einem Schalldämpfer. Ich versuche den aber leise mit einem Knüppel auszuschalten. Ich muss irgendwie hinter den kommen, Leute. So, komm, komm, komm hier. Das ganze Gebiet müssen wir hier irgendwie stürmen. Das ist richtig schwierige Mission hier alleine. Kommen wir hier drüber? Nein, hier kommen wir nicht drüber. Okay, 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 okay. Hier ein bisschen rumlaufen. Sehr gut, der hat mich nicht gesehen, der hat mich nicht gesehen. Oh mein Gott, da vorne ist auch noch jemand. Alter, das sind hier richtig viele. Okay, Leute, jetzt. Und... Geh schlafen! Stück Scheiße! Ich versuche erstmal ohne Waffen, Leute. Nicht, dass hier direkt so voll die Panik entsteht. Okay, den haben wir weggemacht. Wir müssen irgendwie weiter nach vorne. Okay, weiter, 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 weiter. So, sehr gut. Hier ist keiner. Hier sieht uns keiner. Hier können wir entlang pushen, Leute. Ich muss wissen, um was es hier geht. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, Leute, ich werde mich hier ein bisschen am Boden entlang ziehen, so wie wir das von Russik gelernt haben. Ich muss mehr in die Mitte kommen. Ich muss wissen, was hier abgeht. Okay, wir müssen mal hören, was da vorne gesprochen wird. Hey, Amigos, wo ist die Lieferung, hä? Ja, Hombre, die kommt doch mal. Die sagen irgendwas ja, von der Lieferung. Ja, die sollen jetzt kommen. Sicher die. Aber wir wissen noch nicht, um was für eine Lieferung es geht. Es könnten ja auch Hello Kitty-Puppen sein oder so. Hey. Denke ich zwar nicht, du, aber... Hast du auch die Security hier? Steht alles sicher? Keiner darf den Deal abwickeln. Das ist unser größter Fisch. Deal, aber wir haben, noch, ja, wir haben immer noch kein Codewort mit Drogen gehört, Leute. Wir können deswegen die nicht verhaften. Wir wissen nicht, warum. Und du, Gelbe, du machst den Waren sicher, ja? Wir müssen die Ware schnell transportieren. Egal, was passiert, ja. Der sagt auch wieder nur Ware. Wir müssen warten, bis wir irgendwas mit Drogen hören oder so. Das wir runter. Was für Drogen sind das? Hey! Er hat Drogen gesagt. Das ist das Codewort. Das ist das Codewort. Er hat was mit Drogen gesagt. Sondereinsatzkommando Endo! Sondereinsatzkommando Endo! Es geht, oh mein Gott, oh mein Gott! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Ach du Scheiße, ach du Scheiße! Oh mein Gott! Die schießen alle, die schießen alle! Los, 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 alle sofort Hände hoch! Sondereinsatzkommando! Oh mein Gott, das sind richtig viele, ich brauch Verstärkung! Scheiße, Mann, scheiße, Mann, scheiße, Mann, scheiße, Mann! Check, 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 check! Russik, ich brauch Verstärkung, ich brauch Verstärkung! Check, check! Check, check, Verstärkung, komm, check, check, Verstärkung, komm! Scheiße, Mann, das sind richtig viele. Ich muss ein bisschen Tränengas einsetzen. So, warte mal, hier Tränengas. Ich werde ein bisschen Tränengas auf das ganze Gelände werfen. So, damit die sich hier mal alle ein bisschen beruhigen. So, komm, 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 hier vorne nochmal ein bisschen hin. Ich muss den Drogenboss stellen, ich muss den Drogenboss stellen, Leute. So, wo ist der Boss? Wo ist der Boss hin? Wo ist der Boss hin? Nein, 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 nein. Ist der entkommen oder was? Lebt hier noch jemand? Da ist er, da ist er. Hey, stehen bleiben, stehen bleiben! Hey, Leute, warte mal. Dafür habe ich doch den Taser. Genau für solche Sachen habe ich doch den Elektroschocker. So, du Stück Scheiße, du Stück Scheiße. Du bist meine erste Verhaftung beim Sondereinsatzkommando. Sehr, sehr gut angefahren. So, Elektroschocker. So, Stück Scheiße, aufstehen, aufstehen. Sondereinsatzkommando, sind verhaftet. Los, auf den Boden, auf den Boden. Wir haben gar nichts gemacht. Ja, 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 du Stück Scheiße. Das kannst du dem Richter erzählen. Ich habe genau gehört mit Drogen und so. So, sie sind offiziell verhaftet. Wir haben nichts gemacht. Amigo, wirklich. Los, los, hier an den Rand kommen. Los. Amigo. Oh mein Gott, ey. Ich wusste, dass die Idioten so, sehr sich verplappern, Mann. Okay, Leute, wir haben es geschafft. Jetzt werde ich hier noch ein bisschen Kollegen anfordern, die den verhaften und dann war's das hier. Check, check. Einmal Verhaftung, bitte. Ein Polizeistreifenwagen zum Anwesen. Check, check. Check, check. Polizei ist unterwegs. Check, so, check. So, sehr gut, Leute. Dann, wir haben es geschafft. Wir haben den Drogendealer gestellt. Der wird jetzt erstmal eine ganz lange Zeit hinter Gitter bleiben. Leute, lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da, wenn ihr das Ganze gefeiert habt. Wenn ihr wollt, dass wir öfter als Sondereinsatzkommando spielen. Und bis dann, haut rein, Leute. Euer Crimex.